Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, wieder einen Gedanken mit dir teilen zu dürfen. Weil jeder Gedanke, den ich teile, versteckt sich in meinem Geist, versteckt sich in deinem Geist. Und ich möchte mich einmal ganz herzlich für deine Geduld bedanken mit mir. Geduld ist auch das Thema von heute. Ist ja eine der Eigenschaften der Lehrer Gottes, ist Geduld. Und mir ist eigentlich so heute so klar geworden in der Früh, ich habe dann noch auf zwei Pakete gewartet, die gekommen sind. Und die gestern hat dann nicht die Glocke, also die Klingel unten gefunden, weil da war, ist ein Fehler passiert mit dem Namen. Und haben eigentlich gedacht, wie wichtig ist es für mich zu erinnern, geduldig zu bleiben. Göttliche Gelassenheit ist, was Geduld ist. Und wenn wir göttlich gelassen sind, gibt es immer einen glücklichen Ausgang aller Dinge, schon jetzt. Göttliche Gelassenheit ist für mich dasselbe wie Geduld. Stell dir einmal vor, wie geduldig Jesus mit uns ist. Der sieht uns, der ist an unserer Seite und der sieht, wie wir vielleicht alles versuchen, die Wahrheit zu vergessen. Obwohl wir sagen, ja, ich bin ja bereit, ich möchte ja gerne die Wahrheit erinnern, und doch ist so vieles wichtiger. So vieles habe ich, so viele andere Prioritäten, so vieles wichtiger. Ich habe ja keine Zeit für Gott. Ich habe so viele Verantwortung hier auf der Welt. Und wie geduldig wartet Jesus auf uns. Er sagt, er wartet in unendlicher Geduld. Es ist nie ein Urteil von seiner Seite. Er wird uns nie sagen, dass wir schlechte Schüler sind, dass wir nicht aufmerksam sind, dass wir sehr zu abgelenkt sind. Er hat immer in ewiger Geduld, in unendlicher Geduld auf uns, weil er weiß, dass ein glücklicher Ausgang gewiss ist. Und wie viel Geduld hat Jesus vor 2000 Jahren hier gehabt? Mit seinen Jüngern, die jahrelang mit ihm gewesen sind, die ihm jeden Tag sprechen gehört haben, die Botschaft und die Liebe Gottes und die Güte von Gott, die er geteilt hat und die sie gesehen haben. Und trotzdem haben sie immer wieder an ihm gezweifelt, trotzdem haben sie an ihrer Botschaft gezweifelt, trotzdem haben sie immer wieder an ihren Vater gezweifelt. Sie waren verwirrt. Sie haben geglaubt, die Botschaft von Jesus wäre für diese Welt, in der Welt was zu verändern. Sie haben geglaubt, er würde König der Juden werden und ein Königreich errichten, in Opposition zum Römischen Reich. Sie haben seine Botschaften missverstanden. Es sagt er ja auch im Kurs. Sie waren nicht frei von der Angst total. Sie waren immer noch in der Angst. Sie haben angstvoll wahrgenommen. Und solange ich angstvoll wahrnehme, kann ich nicht einen vollkommen gütigen Gott und liebevollen Gott erfahren. Und sie waren bei ihm und sie haben immer nur Worte der Liebe, der Hoffnung, der Freude und des Friedens gehört. Und trotzdem haben sie gezweifelt und haben sie in einem einzigen Augenblick wieder vergessen. Geht es uns nicht auch so? Sind wir auch nicht an dem Punkt, wo wir wissen, dieser Kurs ist wahr. Wir haben Erfahrungen. Wir haben Offenbarungen. Wir werden klar in unserem Geist. Der Schmerz und die Geschichten weichen. Die Bilder lösen sich auf. Und doch vergessen wir wieder darauf. Und doch sind wieder der ungläubige Thomas. Kennst du die Geschichte des ungläubigen Thomas, der immer alles in Zweifel gezogen hat? Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Die Wahrheit können wir nicht sehen. Den Heiligen Geist können wir nicht sehen, aber wir sehen die Resultate. Wie unglaublich
Unglaublich geduldig war Jesus mit seinen Jüngern und mit jedem, den er begegnet ist. Weil sie haben nichts verstanden oder kaum was verstanden, was er gesagt hat. Sie sind von einer sind waren immer noch von der Wahrnehmungsebene, sie haben noch der Wahrnehmungsebene mehr vertraut als der Stimme Gottes in ihnen. Und wir sind alle seine Jünger und uns geht's genauso. Wir vertrauen der Wahrnehmungsebene mehr als der Stimme Gottes in unserem Geist. Und da ist Jesus, steht immer still mit uns und wartet in unendlicher Geduld auf uns, dass wir uns entscheiden, die Stimme Gottes zu hören und die Wahrnehmung korrigieren zu lassen. Und er macht es in unendlicher Geduld. Weil wie viel Geduld hat er mit Hellen gehabt? Und wir alle sind Hellen. Sie hat ihn verspottet. Sie hat ihn beschimpft. Sie hat sich bei ihm beklagt. Sie hat ihn einen Wahnsinnigen bezeichnet. Und doch hat er immer nur mit Liebe reagiert, hat immer nur Liebe gegenüber ihr ausgedrückt. Und einmal hat Jesus gesagt: Helen, du spielst ein Spiel, das du niemals gewinnen kannst. Was für ein liebevoller Ausdruck, welche Geduld. Du spielst ein Spiel, das du nie gewinnen kannst. Was ist das Spiel, das wir spielen? Wir spielen das Spiel, wir könnten wirklich Gott ersetzen. Und wir wären darin erfolgreich. Und das würde uns glücklich machen. Und da hat Jesus zu Helen gesagt, du spielst ein Spiel, das du niemals gewinnen kannst. Du kannst es nicht gewinnen. Ich kann es nicht gewinnen. Aber er war geduldig, er war nicht aufgebracht und hat gesagt zu Helen, was bist denn du? Jetzt bist du so lange mit mir, du hörst meine Stimme, du schreibst es nieder. Und jetzt wehrst du dich wieder. Und jetzt vergisst du wieder. Ich suche mir jemand anderen. Du bist nicht geeignet dazu. Helen hat sich ja oft beklagt bei ihm und hat gesagt, warum hast du nicht eine heilige Nonne genommen? Und Jesus hat gesagt, ich habe dich gewählt, weil du es tun wirst. Du wirst es vollbringen, du wirst es tun. Und so hat Jesus uns gewählt. Wir haben nicht den Kurs gewählt. Jesus hat uns gewählt. Und wir werden nicht scheitern. Und er geht mit uns in jedem Moment in ewiger Geduld. Er wartet, bis wir anderen Geistes werden. Und in dem sind wir frei. Wir können unsere Heimkehr verzögern, wir haben den freien Willen. Oder wir können jetzt nach Hause gehen, du und ich. Wir können noch Widerstand leisten. Aber jeder Widerstand ist zwecklos. Vergleicht es immer mit einem Eiswürfel, wenn du den heißes Wasser gibst. Der wird sich auflösen. Du und ich, wir lösen sich auf. Unsere Konzepte lösen sich auf. Die Frage ist nur, wie schnell erlaube ich es? Wie schnell erlaube ich es, dass meine Wahrnehmung korrigiert wird? Wie schnell erlaube ich es, dass mich dort Gott in jedem Moment durchdringt? Mich völlig mit Freude durchdringt, mir totalen Frieden gibt, ohne Gegenteil. Wie schnell erlaube ich das? Wie schnell gebe ich ihm die Erlaubnis? Und Jesus sagt nicht, jetzt mach einmal weiter. Ich glaube, ich verschwende meine Zeit mit dir. Das wird er nie gesagt. Er hat nie zu Helen gesagt, ich glaube, ich verschwende meine Zeit mit dir. Jetzt mach einmal weiter, jetzt sei einmal demütig, weil das Problem ist, hat er zu Helen ganz klar erklärt, was ist Autoritätsproblem, das ist der Autoritätsproblem, Helen. Du liebst es nicht, wenn man dir was sagt, wenn man dir Anleitungen gibt, wenn man dich instruiert, wenn man dir eine Praxis gibt, und das gilt für uns alle. Wo es ganz klar heißt, erinnere in der Früh 10 Minuten, erinnere jede Stunde, Viertelstunde, 10 Minuten. Wie sehr bin ich bereit, wirklich diesen Anweisungen von Jesus zu folgen? Und wenn ich ihn nicht folge, ist es auch meine Entscheidung. Es wird seine Liebe für mich nicht ändern, weil Liebe ist geduldig.
Und so wartet er in ewiger Geduld auf uns, in ewiger Liebe, bis wir anderen Geistes werden, bis ich anderen Geistes werde. Und genau da, wenn ich eine andere Entscheidung treffe für die Wahrheit, ist er da mit mir, um mich in dem zu bestärken. Und so war das für mich eine total lehrreiche Situation mit den Paketen und der ganzen Situation zu sehen, wie schaut es eigentlich aus mit Geduld, mit göttlicher Gelassenheit. Wann geht mein Geist über in das Beschuldigen, da hat jemand einen Fehler gemacht. Und jetzt verdient er nach Bestrafung, nicht nach Vergebung. Es ist ja alles ein Teil von mir, meine Brüder und Schwestern. Ihr seid ja ein Teil von mir. Jeder ist ein Teil von mir. Würde ich mich selber dessen anklagen und verurteilen, wenn ein Fehler passiert? Würde ich das mich selber anklagen? Oder bin ich so geduldig mit mir geworden, so sanft, dass ich mir es erlaube? Dass ich es meinen Brüdern erlaube, dass ich geduldig bin, sanftmütig, barmherzig bin. Das ist die Einladung. Die Einladung für die Entscheidung für Gott. Wenn ich mich für Gott entscheide, entscheide ich mich für Sanftheit, für Geduld, für Barmherzigkeit, für göttliche Gelassenheit. Egal in welcher Situation, egal wie es ausschaut, egal wie sehr ich versucht bin anzugreifen, zu verurteilen, beurteilen, zu verdammen. Jesus wartet mit mir, hier und jetzt. Er wartet mit uns, auf uns in unendlicher Geduld. Unendlicher Geduld, unendlicher Liebe. Bis ich bereit bin, mich ihm hinzuwenden, von ihm an meiner Hand führen zu lassen. Es ist eine Frage der Zeit. Und die Zeit, die einzige Zeit ist hier und jetzt. Danke, meine Lieben, dass ich dieses Thema heute mit dir anschauen durfte, mich erinnern darf, es üben, praktizieren darf und dass du so geduldig mit mir bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, viel Geduld, viel Freude und viel Frieden. Ich umarme dich und wir sehen uns in einem Augenblick. Wenn du Zeit hast, heute um 19.15 Uhr auf Zoom. Ich freue mich auf jeden, der mir die Gelegenheit gibt zu erinnern. Danke, fühl dich umarmt. Danke.